Hallo, moin, willkommen beim Mokotest. Hier ist Markus und willkommen zu einem fantastischen Unboxing- und Einricht-Video. Denn ich habe ein. Man muss auch mal Glück haben im Leben, liebe Leute, oder? Was ist denn geschehen? Ich habe wirklich die beste und fantastischste Smartwatch der Welt. Azteca Smartwatch. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ach, so rum. Die Azteca Smartwatch im Black Friday Sale. Amazon reduziert von, ich glaube, 100 oder 90 Euro auf 19 Euro erhalten. 19 Euro für die beste Smartwatch. Okay, das ist natürlich ziemlicher Blödsinn. Ich glaube, denn diese Uhr kostet immer 19 Euro. Aber ich teste ja zurzeit die CMF Watch Pro, was immer an dieser Uhr auch Pro ist. Aber diese Uhr kostet 60 Dollar. Auch zurzeit in Europa, wenn man sie bekommt, ungefähr 100 Euro. Die ist völlig okay. Das ist eine wirklich gute Uhr. Der Testbericht wird demnächst online kommen. Das Unboxing-Video ist schon da. Da habe ich mir jetzt aber die Frage gestellt, wenn ich für diese Uhr 100 Euro, 60 Dollar bezahlen muss, wie viel schlechter kann dann eine Uhr für 20 Euro sein? Und deshalb schauen wir uns die Uhr mal an. Schauen uns auch mal an, wo auf den ersten Blick die Unterschiede zu eben jener hier sind, der CMF Watch. Und schauen uns diese Uhr einfach mal an. Packen Sie mal aus, so wie wir das üblicherweise machen. Achso, wenn ihr diese Uhr kaufen wollt, unten ist diese Uhr verlinkt. Könnt ihr direkt dann bei Amazon machen. Wenn ihr das macht, herzlichen Dank dafür. Das ist ein Affiliate-Link. Der Preis ändert sich nicht, aber wir vom Mobitest bekommen kleinen Kickback dafür und deshalb. Vielen Dank. Die Uhr ist übrigens selbst gekauft. Denn das muss ich sagen, das, was diese Uhr, die Nothing CMF Watch kann, oder was den Vorteil, den die hat, ist, dass unglaublich viel Liebe des Herstellers in diese Uhr reinfließt. Und Liebe ist das Wichtigste, was technische Geräte benötigen. Wenn man ihnen Liebe gibt, und Liebe meine ich zum Beispiel Updates, das Display gut ist, wenn die Anzahl der Watchfaces gut ist, wenn Instruction Manual Smartwatch. Gebrauchsanweisung. Seht ihr, liebe Leute? Auch für euch ist da etwas dabei. Da ist der QR-Code. Jetzt bin ich gespannt. Von 89 oder 79 Euro auf 20 runter im Preis. Mann, Mann, Mann. Und natürlich werde ich sie testen. Ich werde sie genauso testen wie alle anderen Uhren. Sie ist schon mal sehr gut verpackt. Okay, das Erste, was gleich auffällt, das Display dieser Uhr ist kleiner als von der CMF Watch. Zumindest das Gehäuse. Eine Sache entspannt, was hier gleich auffällt. Ich habe mich mit dieser Uhr überhaupt nicht beschäftigt. Ich weiß nicht, was die kann und was sie nicht kann. Aber ich sehe hier einen Schlitz. Das bedeutet, dort scheint ein Lautsprecher drin zu sein. Mikrofon sehe ich allerdings nicht. Mal sehen, ob Akku drin ist. Akku ist drin. Eine Sache finde ich gerade ganz spannend. Guck mal, wie hoch das Display geht. Schauen wir uns mal die App an. Das ist die Ageband-App. Habe ich noch nie von gehört. Also ich kenne die App nicht. Keine Ahnung, woher die kommt. Öffnen. Zulassen. Wollen wir uns dann die Uhr nochmal in Ruhe anschauen? Schauen wir uns mal die Sensorik hinten an. Ist da überhaupt eine Sensorik?
Hier sieht man das, den Lautsprecher vielleicht noch ein bisschen besser. Ladekabel, magnetisch. Ja. Ohne Registrierung fortfahren. Registrieren. Prompt. Bitte stehen. Rede später drüber. Öffnen lassen. Laufen Sie weiter im Hintergrund. Verpassen Sie keine wichtigen Dinge. Öffnen lassen. Red später drüber. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Persönlicher Turn. Sicherstellen, dass die Batterie meines Gerätes ausreichend geladen ist. Davon gehe ich mal aus. 94%. Hier ist sogar ein kleiner Widerstand. Also es ist ein kleiner Widerstand. Fühlt sich aber eher so an, als wenn da Grat oder Dreck drin ist. Okay, soll das so? Ich soll also erstmal ein Mobile connecten. Okay. Scan-Ausrüstung. Zulassen. Scannen. Na? Hier, da scheint er was gefunden zu haben. P2. Bestätigen, ja, Instagram. Facebook, nein. X nutze ich nicht mehr. SMS, yo. LinkedIn, yo. WhatsApp, yo. Skype, geil, wer nutzt nur Skype? Gmail. TikTok. Bestätigen. Die Push-Funktion muss Push-Nachrichten von Apps von Drittanbietern erhalten. Aktivieren Sie den Benachrichtigungszugriff. Bestätigen. Wo ist denn die App? Da, Edgeband. Yo. Zulassen. Bestätigen. Zulassen. Möchten Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen, um eine Datensynchronisation durchzuführen? Ja. Daten werden ausgelesen. Ich gehe jetzt also davon aus, dass alle meine Daten auf chinesischen Körpern liegen. Was für eine geile Uhr. Kann ich hier? Behördenverwaltung. Nein. App-Stil Standard, Theme 1. Oh, also sie trägt sich sehr angenehm, sie trägt sich sehr leicht, sie ist halt aber auch schon sehr klein. Ne? Ich möchte aber ein anderes Display haben. Oh, kann ich tatsächlich so wechseln? Das heißt, dieses Rad hat keinerlei Funktion. Nach oben sind die Mitteilungen, Einstellungen, Schalter. Das Display ist schön hell, Anzeige. Helligkeit und das geht noch heller. Krass. Ziffernblatt. Ja, das finde ich zu wenig. Da müssten mehr kommen, Leute, bitte. Das hier ist auch geil. Das sieht so. Guckt euch das mal an. Boah, Leute, das erinnert mich an 1998. Oder ich meine, Taschenlampe. Seht mal, auch hier ist das Display sehr asymmetrisch. Und es ist sogar im Gehäuse verschoben. Das heißt, wir haben unten ein sehr großes Kinn. Moment, stopp, jetzt wollen wir Blutdruck messen. Diese Uhr kann einen Blutdruck messen. Ich hatte doch hier Blutdruck. Stillhalten. Und das Geile ist, dass die Uhr scheinbar nicht mal kalibriert werden muss, wie zum Beispiel die Galaxy Watch. Oder auch die Huawei Watch D. Diese Uhr kann Blutdruck messen. Ich bin begeistert. Was für einen Blutdruck habe ich denn? 129:87. Leute, das ist ein Spielzeug. Bitte. Okay, diese Uhr kann keinen Blutdruck messen. Was ich übrigens sehr spannend finde, ist, warum haben sie das... Guck mal, wie das Display, wie eng es oben am Gehäuse liegt. Und das Display ist okay. Blutzucker. Ich kann auch Blutzucker messen, oder? Ich könnte hier Blutzucker messen, ohne mich zu pieken, was immer MET ist.
Was ist Met? Kann mir das jemand sagen? Atmen, Telefon. Tastatur. Das funktioniert. Ich habe es gerade eben ausprobiert. Das funktioniert tatsächlich. Anzeige. Menüstil. Kennen wir doch irgendwoher, oder? Ich werde tatsächlich einen kurzen Test über diese Uhr machen, weil ich finde sie ganz spannend für 20 Euro. Aber sie zeigt einfach ganz klar, warum diese Uhr für 20 Euro, dieser Uhr für 80 Euro oder was auch immer, 60 Dollar. Aber man sieht deutlich, wo die Unterschiede sind. Wenn die nicht jetzt einfach hier beim Nutzen in den nächsten ein, zwei Wochen auseinanderfällt. Ich meine, die Uhr wird wahrscheinlich immer 19 Euro kosten. Also, wenn ihr den Testbericht für diese Uhr sehen wollt, dann lasst uns so ein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten hören wir uns jeden Sonntag in eurer Podcast-App, der Mobitest-Podcast, der Technik-Podcast. Danke, das war Markus von Mobitest.